Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video zum nächsten Teil im Bereich des Ableitens. Im letzten Video habe ich ja hier über eine aktive Baugruppe abgeleitet. Das heißt, ich habe hier in diesem Fall diesen Dachbinder genommen, habe vorher schon meine Zeichnung dahinter gehabt und durch dieses Ableiten wurde die Zeichnung aktualisiert, ohne dass ich irgendetwas machen musste. Das heißt, schauen wir diese Zeichnung hier einfach mal an. Das heißt, diese Zeichnung wurde mir vollautomatisch erzeugt, weil ich vorher schon eine Vorlagenzeichnung in diesem Sinne gemacht habe. Ich habe mir jetzt im Helios ein Projekt hinterlegt, wo ich als Beispiel drei Varianten eines Blechpaneles, sprich ein Blechpanel gekröpft, ein flaches und ein Glaspanel. Dies ist eine parametrisierte Variante, das heißt, das ist eigentlich immer dasselbe. Und ich möchte hier im Grunde genommen dies einfügen. Das heißt, ich gehe hier unter Zeichnungsverwaltung, sage hier Ableiten, Auswahl über Helios. Jetzt kommt mir die Artikelmaske. Ich kann hier in diesem Fall dann aus dem Projekt, wo ich suchen will, das heißt, ich habe hier mein Vorlagenprojekt, hier möchte ich dann meine Suche starten und kann hier zum Beispiel, entweder brauche ich ein gekröpftes Panel mit Zeichnung, ein flaches Panel mit Zeichnung oder ein Glaspanel. Ich möchte hier ein gekröpftes Panel nehmen. Jetzt wird mir dieses gekröpfte Panel eingefügt. Ich lege das hier einfach irgendwo in die Konstruktion herein. Das wurde mir hier nicht eingeblendet, das heißt, das blende ich hier noch ein. Dieses Panel ist so aufgebaut, dass ich hier im Prinzip eine Variante. Bei dieser Variante habe ich natürlich verschiedene Möglichkeiten, dass ich umstellen kann zwischen flach und gekröpft, Blech oder Glas, die Einspannstärke. Ich habe aber die Zeichnungen dahingehend so erzeugt, dass ich ein gekröpftes Panel die Zeichnung anders haben möchte, als wie bei einem flachen oder bei einem Glaspanel. Das heißt, deswegen werde ich hier die Typen nicht mehr umstellen. Ich werde hier als Beispiel die Einspannstärke abändern und werde hier als Beispiel auch die Größe abändern des Panels. Ich kann hier noch den seitlichen Versatz des, machen wir 100, so, und mit OK wird mir hier dieses Panel abgeändert. Ich möchte hier gleich eine Gleichteilsuche durchführen und möchte die Zeichnung aktualisieren. Das heißt, dieses Panel hat natürlich noch keine Zeichnung, sage ich hier OK und jetzt wird mir meine Vorlagenzeichnung genommen und wird hier aktualisiert. So, wiederum die Einzelteile benötige ich nicht und dasselbe möchte ich hier auch nochmal mit einem Glaspanel machen. Das heißt, ich gehe wieder in mein Vorlagenprojekt, wähle mein Glaspanel aus füge es irgendwo ein, blende es natürlich wieder ein und kann hier natürlich die Werte abändern. Im Grunde genommen werde ich hier auch wiederum die Maße abändern. Hier als Grundsatz wären, weil wir das beim Parametrisieren mit den Tabellen natürlich gemacht haben, müssten wir hier die Glasstärke vorher aus dem Cut-Editor die Werte nehmen, um auch die Glasstärke ändern zu können. Dies ist mir in diesem Schritt jedoch nebensächlich. Das heißt, ich habe hier ein geändertes Glaspanel und möchte hier wiederum meine
Zeichnung erzeugen. Nehme hier mein Glaspanel und man sieht hier, sieht die Zeichnung natürlich anders aus. Meine Vorlage. Wechsle hier nochmal, möchte hier natürlich auch noch die Einspannstärke abändern. Das heißt, ich möchte hier die Einspannstärke werden wir auch auf 64 abändern, damit man es einfach hier sieht. Das heißt, jetzt wurde mir hier meine Einspannstärke abgeändert. Ich möchte dies natürlich wieder aktualisieren. Zeichnung ist natürlich nicht aktuell. Mit OK aktualisiert es mir diese Zeichnung. Und ich habe hier natürlich wieder meine aktualisierte Zeichnung. Ich habe natürlich hier nur ganz schnell wiederum was gemacht, um einfach die Funktion zu zeigen. Ich wechsle hier in meine Werkstättenzeichnung, um das zu zeigen. Das heißt, ich habe hier einfach Schnitte erzeugt, habe diese Schnitte bemaßt und habe hier natürlich auch noch ein Detail erzeugt. Dabei ist aber auch zu achten, dass man ja auf, also dieses Detail ist wirklich auf diese Punkte von der Variante bezogen, damit es mir nicht verschiebt. Und das ist bei dieser Vorlagenzeichnung natürlich wichtig zu beachten, damit es mir hier auch mitgezogen wird. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit einen Mehrwert geben und gebe Ihnen damit auch ein Werkzeug an die Hand, wo man sich trotzdem, wenn man Standardsachen hat, die sich nur in der Form ändern, auch sehr viel Arbeit sich ersparen kann.